Ich hab so Lust auf Apfelkuchen. Ich auch. Jetzt können wir hier anscheinend auch so nichts mehr machen. Müssen wir jetzt wieder zurück hier rein? Es nervt immer, dass die Maus weg ist, ne? So ein bisschen. Hier ist alles wie vorhin. Sieht so aus. Okay. Sollen wir mal die Karte aktivieren? Wo sind wir denn jetzt? Wir sind wahrscheinlich hier, ne? Hier geht's zum Martinshof. Du kannst den Stall und den Hof betreten. Okay. Hier kommst du zum Schloss Falkenstein. Gehen wir doch direkt mal dahin, zur abgesperrten Schlossecke. Hier soll bald die große Juwelenausstellung eröffnet werden? Der Graf erwartet Besucher aus der ganzen Welt. Lass uns von hier verschwinden, bevor wir Ärger kriegen. Ja, wir kommen später nochmal vorbei. Oh, Menno. Da können wir noch gar nicht hin oder so. Aber mit der konnten wir doch jetzt auch nicht weiterreden, oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Hier kannst du sehen, was du dabei hast. Ich habe nichts dabei. Ja, aber was machen wir denn jetzt? Ich will den Apfel hier mitnehmen, aber den kann man gar nicht anklicken. Okay, also sie hat nichts mehr zu labern, Bibi nicht und Tina auch nicht. Gehen wir einfach mal wieder rein, ne? Also irgendwas müssen wir ja machen. Hier scheint sich nichts verändert zu haben. Doch, sie redet, sagt was. Komisch. Sehr komisch. Mehr als den Apfel kann man hier ja gar nicht anklicken. Ich hab so Lust auf Apfelkuchen. Ich bin überfordert. Fängt schon gut an. Fängt super an. In die Ecke kann ich ja auch nicht gehen. Kann ich sonst noch irgendwo hin? Ja, da sollen wir ja nicht hin, weil wir sonst Ärger kriegen. Gehen wir doch noch mal rein. Warum? Ich habe noch nicht mal hier irgendwie eine Maus oder so. Also diesen Fingerzeig-Ding. Eine Maus habe ich schon. Ich finde, bei solchen Sachen fehlt mir das Streaming einfach. Dass ich mit Leuten irgendwie zusammenknobeln kann. Hier ist doch was. Nicht? Hier geht's zum Platz vor dem Bahnhof. Und ich such die ganze Zeit. Von hier aus erreicht man den Trödelladen und den Bahnhof. Ja, dann lass da mal hingehen. Trödelladen? Wie heißt der Hinkebäcker oder wie? Wo ist meine Maus? Hier ist meine Maus. Aha. Kann man also hinten auch noch hingehen? Das machen wir dann also später. Das muss der Trödelladen von Herrn Hinkebein sein. Hinkebein hieß er, genau. Ich vergaß. Dann gehen wir doch rein. Die Tür ist verschlossen. Dass man mal alles anklicken muss, auch wenn die miteinander reden, ne? Vielleicht doch an der Kirche.
dass man quasi spielt, wie wenn sie miteinander reden. Also. Merkwürdig. Hier ist gar keiner. Heute ist doch die Ausstellungseröffnung. Die ist doch erst heute Abend. Na, dann kommen wir später wieder. Nein! Lieber was? Da lang geht es zum Platz vor dem Bahnhof. Ja. Wie können wir denn jetzt... Wo ist meine Maus schon wieder? Hallo? Ich nerv ein bisschen, ne? Also hier kommen wir jetzt nicht rein. Die Tür ist verschlossen. Scheint niemand da zu sein. Kann man nicht klopfen oder sowas? Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt wieder nicht weiterkommen. Aber ich gehe nochmal da rein, weil... Kann man hier vielleicht raus? Boah, es nervt aber, dass die Maus immer weggenommen wird, ne? Ne, ich dachte, da könnte man vielleicht raus. Schade. Das ist gar keine Kirche, das ist ein Bahnhof, ne? Jetzt gib mir meine Maus wieder. Irgendwie kann man viel weniger anklicken als sonst. Das macht mir jetzt gerade gar nicht so viel Spaß hier. Was soll denn das? Die Tür ist verschlossen. Scheint niemand da zu sein. Vielleicht ist in der Zeit ja irgendwas auf dem Hof passiert. Ich weiß ja nicht, aber irgendwie... Habe ich das Gefühl, dass wir irgendwas mit der... Was ist das denn? Schloss Falkenstein können Sie sich höchstens mit Ihrem tollen Fernglas ansehen. Von weiter weg... Darauf muss man mal kommen. Das brauche ich, um Vögel zu beobachten. Die wird bestimmt noch irgendwas da brauchen klauen. Sie aber wirklich ein ruhiges Pferd. Ja, und jetzt? Ein Apfel? Nee, keine Ahnung. Ich mach mal eben bei mir die Heizung an, mir ist nämlich kalt. So. Also ich bin echt ein bisschen irritiert, ne? Ein Apfel? Die Äpfel sehen lecker aus. Vielleicht lässt sich Miraculous damit milde stimmen. Ach, auf einmal. Miraculous? Nur weil wir ein Fernglas angeklickt haben. Ja, Miraculous. Und jetzt können wir wieder nicht mit dir reden, oder was? Miraculous, das berühmte sprechende Pferd. Von dem haben Sie sicher schon gehört. Der ist auch bei uns zu Gast. Aha. Ja, damit es weitergeht, muss ich weiter drücken. Ich werde schon einen schönen Reitweg finden. Viel Spaß. Also, sollen wir Miraculous Äpfel bringen? Lass uns lieber nach Rotenbrunn reiten. Und einen gewissen Trödler besuchen. Genau, vielleicht weiß Herr Hinkebein ja was von Beppos Geheimsprache. Das ist doch echt doof mit diesem Dingens hier, ne? Das sieht man, finde ich, total schlecht. Oder habt ihr das sofort gesehen? Bin ich wieder blind? Nee, okay, dann fahren wir jetzt da mal hin und vielleicht ist er jetzt da. Ist seine Mittagspause? Ja, jetzt ist seine Mittagspause zu Ende. Und hier gibt es ganz viel Ramsch. Oh, sieh mal, die tollen Sachen. Naja. Das sieht ein bisschen aus wie so von Harry Hobbs, diese Kiste, wo man sich immer was raussuchen darf. Die Sachen hier sind zu verschenken. Da sieht man ganz genau schon, was man mitnehmen kann und was nicht. Und zwar den Spiegel nehmen wir jetzt mit. Ach, der ist aber hübsch. Lass uns den mitnehmen. Ja, kaufen ist nicht. Einfach mitnehmen. Ach, das steht ja zu verschenken. Okay.
ob man die anmachen kann? Versuch's doch. Das ist aber schön. Dafür bist du doch zu alt. Hast du das gesehen? Hey, wie haben wir das denn jetzt angekriegt? Wow! Wie haben wir das denn jetzt angeklickt? Wenn man hier drauf drückt, was auch immer da jetzt ist. Geht da das Licht an? Ist da ein Lichtschalter hinter oder wie? Okay. Was ist das denn? Ach, das ist eine Lampe. Oh Mann. Ich glaube, das würde irgendwie... Weiß nicht, das wäre im Plakat drin. Das Plakat wäre hier irgendwie festgemacht an dem Ding. Okay, auf jeden Fall... Oh, okay, witzig. Das ist der Laden von Trödler Hinkebein. Ja, da wollen wir rein. Hey ho. Sieht ein bisschen aus wie vom Gesicht her wie der Bürgermeister, oder? Wo habe ich sie bloß hingelegt? Die Brille? Sie ist auf ihrem Kopf. Wow, was es hier für Sachen gibt. Ob das der Trödler Hinkebein ist? Hallo, Herr Hinkebein? Hört er uns nicht? Ist er taub? Was? Nein, wir müssen anklicken. Oh, hallo. Ich habe euch gar nicht reinkommen hören. Wo ist bloß meine Brille? Meinen Sie die auf Ihrem Kopf? Was? Na sowas. Wie kann ich sie da nur vergessen? Was kann ich denn für die jungen Damen tun? Die jungen Damen wüssten gerne, ob sie Miraculous an Graf von Falkenstein vermittelt haben. Ja? Woher kennt ihr denn Miraculous? Miraculous ist erstmal bei uns auf dem Martinshof untergebracht worden. Kannten Sie auch den Clown Beppo? Beppo war ein alter Freund von mir. Kennen Sie vielleicht seine Geheimsprache? Die Zeichen, mit denen man Miraculous zum Sprechen bringt. Nein, die hat Beppo niemandem verraten. Aber ich meine, ich habe was darüber gelesen. Ja? Wo denn? In Beppos Tagebuch, glaube ich. Und das ist das hier? Und wo ist dieses Tagebuch? Wo hab ich das hingelegt? Das hab ich vergessen. Sie können sich nicht erinnern? Nein. Ist das nicht eine Zauberkiste, Herr Hinkebein? So eine, mit der man im Zirkus Menschen verschwinden lässt? Die ist nicht zu verkaufen. Besser, ihr geht jetzt. Ich habe zu tun. Was? Nein, nö. Ich möchte jetzt hier gerne nochmal alles ausprobieren. Wenn man was ausprobieren kann. Warum stellt er die dann komplett dahin? Kannst du mir bitte mal verraten? Das sieht doch Beppo. Wieso ist er denn plötzlich so abweisend? Keine Ahnung. Wir sollten uns die Kiste näher ansehen. Kannst du ihn ablenken, Bibi? Ene mene Spinnenbein, der Trödler schläft ganz friedlich ein. Hex, hex! Du bist nicht so nett, ne? Ich hätte Lust, in den Sachen zu stöbern. Ich auch. Ich hätte Lust, in den Sachen zu stöbern. Dann mach das doch! Ich auch. Da ist nichts drin. Die hat bestimmt einen doppelten Boden. Und wie können wir den öffnen? Da muss ein Knopf oder ein geheimes Schloss sein. Ich hätte Lust, in den Sachen zu stöbern. Ich auch. Steht das Ding jetzt da oben drauf? Ein geheimer Knopf? Da fehlt ein Stück in der Verzierung. Das sehe ich mir mal näher an. Hey! Unter der Verzierung sind Zahnräder. Das muss eine Art Schloss sein.
Und das fehlende Stück ist der Schlüssel, mit dem man den doppelten Boden öffnen kann. Das liegt bestimmt hier irgendwo. Da unten auf dem Boden. In Beppos Tasche. Hey, auf der Tasche steht ja Beppos Name. Vielleicht ist das Tagebuch da drin. Oder das Ding hier. Da ist ein Buch und ein Kostüm. Ob das das Tagebuch ist? Nimm es doch mal raus. Sollen wir die Sachen mitnehmen? Wir können sie doch nicht stehlen. Fällt dir da kein Hexspruch ein? Herr Hinkebein wird wieder wach. Wir sollten weg von hier, sonst wird er noch böse. Ene mene raffiniert, diese Sachen sind kopiert. Hex, Hex! So, die schauen wir uns in Ruhe an. Am besten zu Hause. Komm, lass uns zu Miraculous reiten. Los, Amadeus! Juhu! Schneller, meine Süße! Galoppel, 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 galoppel.